Von daher reisen wir nach Zabinzett und werden jetzt mit dem Wächter Kormund sprechen. Also Wächter der Hoffnung heißt die Quest. Und wir haben nämlich die Etappe 3 abgeschlossen. Und sind jetzt mitten in der Etappe 4. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat, der Junge. Ah, wir müssen, glaube ich, jetzt mal in seine Werkbank, ne? Seht nach Kormund. Da steht er. Da können wir gleich mit ihm quatschen. Ich kann jetzt nochmal hier so ein... diese orangenen Herzen, die kannst du ja auch selber herstellen, ne? Ja, aber da habe ich nur Pech gehabt mit. Achso, okay. Man kann sich auch Handwerkstruhen herstellen. Enthält ein zufälliges, eingesperrtes Herz mit der Chance auf ein zornerfülltes Herz. Ach so. Okay. Und diese zornerfüllten, das sind doch so noch die speziellen Dinger, sag ich mal. Die man dann in diesen Höhlen, dann kann man ja so... Das sind diese grauen, aber ich irgendwie weiß ich nicht genau, wie man die aufmacht. Ah ja, okay. Interessant. Aber wir sprechen mal mit Kormund. Konntet ihr aus den Schriften etwas in Erfahrung bringen, lieber Kormund? Ja. Laut den Informationen, die ihr beschafft habt, stammen die Käfige der Bindung aus einem versteckten Außenposten, der vor langer Zeit versiegelt wurde. Das ist unser vielversprechendster Ausgangspunkt. Treffen wir uns dort. Alles klar, wir sollen uns treffen und zwar in den Ruinen des Glaubens. Trifft Kormund bei den Ruinen von Zakarum. Das ist da oben. Ich markiere es schon mal. Ups. Kommen wir da am besten hin? Ich glaube von hier unten, vom Hinterpfuhl. Einfach nach oben reiten. Glaube ich mit am schnellsten. Oh nein. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Ja, morgen wird so erstmal Diablo ein bisschen ausgesucht. Bei mir zumindest. Ja. Dann morgen kommt das neue Ratchet & Clank raus. Oh, echt? Ja. Gab's nicht Erz 1? Dieses mit. Wie heißt denn das? War glaube ich nur ein Remake, glaube ich. Ach so, okay. Und morgen kommt das ganz neu raus, für den Computer. Für den PC. Ach, das was auf der PlayStation im Release dran war. Ja, Rift Apart. Rift Apart, so. Genommen. Von Ratchet & Clank war halt so mein Kindheitsgame. Ja, das ist auch mega geil. Also ich hab's auf der PlayStation 3 schon gehabt. Und da hat er keinen Weg vorbeigeführt, sich das nicht zu kaufen. Ah, jetzt kommt's also auf PC. Nice. Kormund, mal gucken, was er sagt. Was ist hier los? Hört einfach zu, bitte. Varshan ist die Quelle der Krankheit. Aber ich kann ihn heilen. Ich muss nur das richtige Ritual finden. Solange es nicht so falsch macht wie ich. Ich habe hier in dem Gebiet den Weg falsch gesehen und bin einfach hab den Dungeon gemacht statt den Wegpunkt. Dann hier. So, okay, Kormund, Ruinen des Glaubens. Das ist nicht viel als Anhaltspunkt. Was? Doch, natürlich. Seid nicht so kurzsichtig. Für Varshan wäre es das auch. Das ist die Art von Mann, die er war. Ist. Das lässt sich nicht einfach durch Hass auslöschen. Ich zeige es euch. Folgt mir.
Okay, wir sollen ihm folgen. Er hat versucht, Karamans Einfluss zu erkunden, seitdem alles versiegelt wurde. Nicht einmal die Kreuzritter. Nicht auszumachen, was für ein sich... Okay, wir werden überfallen. Lol. Gehen wir rein. Sind gleich davon. Ich bin gerade auch noch 55. Ja, und hier habe ich den Dungeon da gemacht, statt dem eigentlichen Wegpunkt hier. Alles klar. Okay, komm und erstmal fragen: Sind das die Ruinen? Ich denke schon. Hier sollte es. Was habt ihr gefunden? Ah, ja, hier. Da ist eine Tür unter der Statue versteckt. Alles klar. Achtet darauf, was passiert, wenn man bei dieser Statue das Zeichen des Lichts macht. So, Zeichen des Lichts ausführen. Na bitte. Der erste Riegel ist entsperrt. Erste Riegel entsperrt. Okay. Ja, du musst jetzt andere Statue, glaube ich. Ganz genau. Ah, ich glaube hier vorne. Da ist er. Zeichen des Lichts. Ihr habt es geschafft. Der Eingang steht offen. Wir treffen uns drin. Der Eingang steht offen. Ah ja, alles klar. Jetzt verstehe ich's. Also auch mies, ne? Genau neben Dungeon das zu machen. Ja, ich bin auch. Ich hab's von der Art. Da kann ich ja leider nicht helfen, weil ich das schon gemacht habe. Ach so. Okay. Ich kann da nicht unten rein. Ja, dann treffen wir uns gleich wieder. Dann können wir ja dann den Ding da nicht machen. Ja, genau. Auch nicht. Eine gute Idee. So viel. Tod. Was haben Sie hier getan? Sucht weiter. Diese Experimente müssen irgendeinen Sinn gehabt haben. Alles klar, wir sollen weitersuchen. Was haben wir hier? Torwinde. Nummer uno. Zweite Torwinde. Alles klar. Ah, ein überlegener Käfig liegt hier auf dem Boden. Tötet den wütenden Geist. Das hat doch einmal einen Zeichenfehler gemacht wie ich. Kommt der auch in den Dungeon rein. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Inquisitionsprotokoll? Es ist vorbei, wir haben den perfekten Käfig erschaffen, um diese Monster zu töten. Und zwar nur zu töten. Möge niemand mehr dieses Schicksal teilen.
Akkarat, leite uns alle. Das steht hier drauf. Und wir können mit Kormund sprechen. Ich habe den verstärkten Käfig gefunden, aber Varshan wird trotzdem nicht überleben. Ihr sagt also, dass wir ihn nur einfangen und töten können? Nein, 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 nein. Das ist inakzeptabel. So viel Tod und Qual. Und wofür? Dann sind alle diese verderbten Leute tot wegen mir? Das kann nicht. Komm und wir haben getan, was wir konnten. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Vielleicht sollten wir diesen Ort verlassen. Wir kehren in mein Dorf zurück, wo es angefangen hat und wo es enden wird. Okay, wo es angefangen hat und wo es enden wird. Die bittere Wahrheit trifft Cormund außerhalb von Velkova. Dann schauen wir doch mal. Komme ich hier aus dem Dungeon so raus? Ja, ne? Hä? Jetzt. So, und wir müssten dann wohin? Wo ist denn Velkova? Ist das wieder da, wo wir... Hä? Ach, da! Bei Kyovushat, ganz oben im Norden. Aber wir können ja gerne den Dungeon jetzt mal machen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Und dann, ja. Und dann nach Kyovushat und dann die bittere Wahrheit weitermachen.